Mann, eben Geisterjäger untersucht die Kammer und findet heraus, wie man die Planetarien. Das haben wir schon geschafft. Wir sind wir jetzt gerade jetzt hier zurück in die Krippe. Ein Bosskampf, ne, glaube ich mal, im den Jungslor. Warte mal, habe ich den schon gescannt? Ich scanne ihn mal ganz kurz. Auf seine Augen! Auf die Augen, Zubi! Augen, auf die Augen. Hey, siehst du mich an? Wo wir müssen seine Visage rasieren. Stell doch jemand ein paar Zwiebeln. Gib's mir den bösen Blick, was? Hallo, hallo, hallo. Auf, 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 wo sind deine Augen? Oh. Das Ding muss irgendwo verwundbar sein. Okay, Moment. Statistisch gesehen ist das nicht ganz richtig. Statistisch gesehen hoffen wir, dass es verwundbar ist. Okay, auch gut. Okay, was ist noch mit der schwer erreichbaren Knolle davor? Okay. Das leuchtende Ding auf seinem Kopf? Das ist doch sein Kopf, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Wie kommen wir dahin? Hey, Zubi, renn herum und sieh lecker aus, ja? Ich bin lecker. Ich bin auf jeden Fall lecker. Also wenn ich nicht lecker bin, wer dann? Konzentriert euer Feuer auf diesen Knoten. Trefft ihn genau da. Okay. Das gefällt ihm gar nicht. Okay. Er nimmt den Köder an. Ja, ich bin der Köder, Alter. Was ist das für ein Scheiß hier? Warum schießt du auf alles außer dem leuchtenden Ding auf seinem Kopf? Alter, ich schieße. Ey, der sabbert mich voll. Freunde, könnt ihr mal was machen? Ich bin zwar ein Köder, aber ich finde das gar nicht gut. Moment. Oh. Ich sagte und sage immer noch. Links von dir. Deckung suchen. Und jetzt verlinkt alles von Schleim. Moment. Ich habe doch gar nichts gemacht. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz hier, Moment, ganz kurz mal hier, sonst renne ich ja dauernd rein und das ist irgendwie gar nicht gut. Wer hat sie nicht geschrieben? Was? Das war's schon? Alle Knoten sind geschlossen. Die Geister sitzen im Mandala fest. Da gehören sie auch hin. Ivo Shandor hatte nicht geahnt, dass er es mit den Geisterjägern zu tun bekommt. Ja, Peck hat denselben Fehler gemacht. Wir reden mal ausführlich mit ihm. Vergesst nicht, dass Peters Freundin eine Shandor ist. Ich werde mal sehr ausführlich mit ihr reden. Ihr Jungs müsst schnellstens runter zum Strand. Ich weiß nicht, wie lange ich die Position halten kann. Die ganze Insel versinkt. Ray, lass den Motor laufen. Wir sind schon zu dir unterwegs. Und mein Pet hat voll gekommen. Peter, nichts wie raus da! Wie war's? War's cool? Wie hat es ausgesehen? Habt ihr irgendwelche Proben? Hatte es mehrere Augen? Schnauze! Gott sei Dank! Was ist los, Janine? Wo ist die Lissa? Sie ist weg, die haben sie mitgenommen. Gerade ist alles okay, dann herrscht Chaos. Überall Geister. Langsam, Janine. Jetzt mal ganz von vorn. Okay. Also... Ich war heute Morgen spät dran. Ein Absatz von meinem Lieblingsbams war abgebrochen und Lester hatte meinen Lieblingstee nicht. Ihr wisst ja, wie ich Kamillentee liebe. Naja, und... Okay, vielleicht nicht ganz so weit vorn. Fang da an, wo die Dinge hier chaotisch wurden. Okay. Jemand sprang mich von hinten an. Und bevor ich bewusstlos wurde, hörte ich Elyssa schreien, nein! Das Letzte, an das ich mich erinnere, waren die Schreie der Toten und Verdammten in meinem Kopf. Entweder gab es eine Massenflucht aus dem Knast... Oder jemand hat unser Sperrsystem abgeschaltet. Wieder. Schon wieder? Genau wie Peck es angedroht hat. Komisch. Ich habe Peck immer für einen stiftkauenden, bürokratischen Arsch gehalten. Aber nie für einen bösen Okkultisten. Wo hat er sie hingebracht? Und wo sind all die Geister? Naja, wenn alle Geister, die wir je gefangen haben, geflohen sind, bin ich hier raus. Ja, die wären ziemlich wütend auf uns. Genau. Im Allgemeinen ist es nicht gut für Wärter, nach einer Gefängnisrevolte im Zellenblock rumzuhängen. Ganz aktuell. Während die Behörden weiterhin die Thanksgiving-Evakuierung von Manhattan überwachen, erschüttern immer intensivere Erdstöße den Central Park. Die Frage ist, wo sind die Geisterjäger? Ist doch ein richtig schöner Tag für einen Besuch im Central Park. Wir könnten ein paar Geister jagen, das Mädchen retten... Und rechtzeitig für ein Nickerchen zurück sein. Okay, die Geisterjäger sind unterwegs. Who you gonna call? Ghostbusters. Ich glaube, dieser Peck, ne?
Alles war okay, bis unser System abgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann hat keinen Schwanz. Janine? Entschuldigen Sie bitte die Glubsch-Augen-Geschichte, Janine. Oh, hi. Hi. Ich bin's. Wirklich? Ja, ja. Mhm. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass ich am Montag nicht komme, falls die Manhattan evakuieren. Und er sagt, dass ich bereits alle meine freien Tage für dieses Jahr aufgebraucht hätte. Ja, es weckt man. Was richtig? Ist das? Ich sag ihm also, Dr. Venkman, eine Evakuierung der Stadt wegen einer Katastrophe zählt nicht als freier Tag. Nein, tut es nicht. Ich habe das nachgeschlagen. Also gibt er mir das Angestellten. Das ist unsere Hose, die wir geholt haben, ne? Ist das nicht? Das ist unsere Hose, genau. Die haben wir, ne? Das ist einer von unseren Artefakten. Netter Hintern, Baby. Ja, ja. In seiner Handschrift mit Kuli eingetragen. Er hat es reingeschrieben, als ich ihm Kaffee holen musste. Egal. Egal. Ich kann einen halben Tag am Montag frei nehmen, falls sie die Stadt evakuieren. Okay, auf Wiedersehen. Aha. Hat der gerade gebrannt? Das sind aber sehr seltsame Effekte, die machen mir Angst. Okay, Egon. Ray. Peter. Wir interagieren. Nur einmal hätte ich nichts dagegen, mit diesen Idioten einfach wegzurennen. Wo bleibt denn der Spaß? Irgendeine Idee, wo wir Peck und Elissa finden? Das ist irgendwie schwupps, war es einfach da. Who you gonna call? Gosh, passt das? Ja, das ist ganz schrecklich. Ich vermute, wir brauchen hier oben den Supersperrer. Keine Ahnung, wie mächtig Peck geworden ist. Das bedeutet, wir müssen das Ecto 1 nehmen. Ich fahre. Vielleicht sollte der Azubi fahren. Ich fahre? Hm? Nee. Nee? Warum nicht? Danke, Winston. Winston? Ideen? Räuberleiter. Ja! Der Junior ist ziemlich auf Zack. Sogar mit dem 50 Kilos Protonenbeschleuniger. Au! Das war ein Au! Das war ein da. Au da! Geh auf die andere Seite und mach dieses Tor für uns auf. Ich muss immer alles aufmachen. Das ist ich bin immer der. Ja, ich bin halt ein kleiner Stift, ne? Ein Pico, ne? Das ist Gate Control. Alright. Okay, in eine very finstere Ecke. Oh. Es ist Friedhof und es ist Nacht und. Suche einen Weg, das Haupttor des Friedhofs zu öffnen. Nachts auf dem Friedhof, oh, ich habe wieder Angst. Und das ist ein Artefakt. Ich habe gesehen, Artefakt. Freunde, wo ist Artefakt? Eigentlich müsste ich ja wieder singen, aber das ist nicht gut. Ne? Wenn ich singe in einem Video, ist es mal sehr unprofessionell, stimmt? Ein kleines Spielkind, der ne, sinnvolle Angst hat. Wow, da baut sich ein irres Sturmsystem über dem Turm auf. Oh. Wisst ihr noch, wo das letzte Mal so eine atmosphärische Störung war? Oh ja, bei Dana Barretts Gebäude in der Nacht, als sie zum Hund wurde. Okay, wo ist mein Artefakt? Oh, bist du mein Artefakt? Du bist was bist du? Ach, du bist nur eine Figur, okay. Where is my Artefakt? Da wo mein Artefakt? Okay. Irgendwie finde ich es nicht. Immer der gleiche Scheiß mit dem Artefakt. Das ist unglaublich. Na gut, okay. Dann bin ich. Kollege? Wir sind immer noch auf dem Friedhof. Muss ich wieder singen? Ich will nicht singen. Well.
Ich finde mein verkacktes Artefakt nicht! Gut, dann singe ich nicht, dann gehe ich jetzt mal weiter. Oder warte mal. Komm, hier, da. Jungs, seid ihr mein Artefakt? Komm, ihr seid mein Artefakt, stimmt's? Ihr seid nicht mein Artefakt. Ah, da! Verfluchtes Artefakt. Pfeifende Büste von Mausch. Ah. Ihr seid nicht sehr hilfreich gewesen, Freunde. Das werde ich mir merken. Okay, da kommen wir her. Oh, wir müssen gucken, dass wir irgendwie machen, öffnen die Friedhofstor. But I don't know really how. Okay, ich kann ein bisschen uns Platz schaffen, sonst kommen wir ja nie durch, Freunde. Freunde. Das ist eine very, very harte Sache, ja. Moon, it's your ride like a big piece of pie. That's amore. Okay. Versteh nicht. Wir haben das Mandal Alarm gelegt. Wieso kann das noch passieren? Ja, wow. Im Gosa-Kodex steht, dass ein Blutopfer und eine riesige Menge spiritueller Energie benötigt werden, um die überlegene Vernichterform zu generieren. Noch eine Vernichterform? Peck konnte dem Mandala wohl nicht genügend Energie entziehen, bevor wir es lahmlegten. Unsere Sperreinrichtung ist seine alternative Energiequelle. Die Energie der entkommenen Geister könnte ausreichen, um selbst ein dimensionsübergreifendes Ereignis auszulösen. Ja, und da Elissa hier ist, sind ihre Shandor-Ahnen bestimmt auch nicht weit weg. Und außerdem ist Peck eines der riesengrößten Arschlöcher, die ich je kennengelernt habe. Und der hat wahrscheinlich, was ist, mach mal ganz kurz Ette hier. Oh nein. Es ist auf dem Friedhof und es ist very, very dunkelste Nacht. Oh, cool. Die Fackeln wieder. Kommt irgendwo durch? Kommt irgendwo weiter? Oh no. Leider nicht. Ah. Muss ich nicht widersprechen mit amerikanischem Akzent. Weil wir noch besser singen, ne? Das ist ja. Hm. Right. Was war das? Ich hab dich gesehen, Kollege, ich hab dich gesehen. Wir fackeln mal ein bisschen. Eigentlich sollten wir nicht lange fackeln, aber da ist doch gerade einer hergelaufen. Ich sag, gibt es zu, dass da einer hergelaufen ist, oder nicht? What? Hallo? Hallo? Okay. Aha. Hallo? Hallo! Oh. Well. Okay, das ist, weil wenn die Büsche weg sind, kann man so ein bisschen besser sehen. Das finde ich eine ganz gute Sache. Eigentlich. Steht da einer? Ey, du hast gerade ausgesehen, als stünde einer. Das ist für mich nicht kaputt. Das hat mich voll erschrocken hier. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Kollege, hier war ich aber, glaube ich, schon mal, ne? Well. Oh. Gerald G. Galtier. Ah, das ist ein schöner Name. Ja, wir müssen ja ein bisschen aufräumen, das nützt ja alle nichts. Wir müssen Friedhofswächter das nicht mehr machen. Okay. Alright. Okay. Freunde, lasst mich nicht singen, das ist. Okay, nehmen wir ganz kurz hier. Ich glaube, wir müssen den PKE mehr daneben, sonst kommen wir hier immer nicht wirklich so weiter. Ne? Das ist. Wir sind nachts auf dem Friedhof, ich kann es nicht glauben, aber ihr wisst ja, es haben wir bei Dracula. Oh! Aber hier ist irgendwie alles ruhig, Freunde, ist alles ruhig hier.
komme ich ja nicht durch. Und hier den Schleimstabern, das geht überhaupt nicht. Oh, wir können ja ganz gut ins Spiel. Oh, was? Habt ihr, da waren ein paar Augen drin, habt ihr das gesehen? Habt ihr die Augen gesehen, Freunde? Ihr habt doch die Augen gesehen. Ihr habt doch auch Augen gesehen, ne? Wenn ich dann mal zurückspule, da waren auf jeden Fall Augen. Ich hab's genau gesehen. Oh, hier waren wir aber schon. Okay. Ich sag nicht, dass ich Schiss hab. Deswegen singe ich auch, Freunde, nachts auf dem Friedhof. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Müssen wir PKE-Meter? Das Problem ist mit dem PKE-Meter, ist er so tierisch langsam, ey. Verdammt, hier war ich doch schon. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus, Freunde? Also dieser Friedhof ist echt tricky. Komme ich jetzt hier irgendwie? Kann ich da hier ein bisschen gucken? Okay, nee, nee. Alright. Ihr wisst ja meine, ne? Orientierung ist nicht die allerbeste, ne? Um genau zu sein, ziemlich mies, ne? Aber... Waren wir hier schon? Freunde, waren wir hier schon? Oh Gott, alles voll am Nebeln hier. Alles. Waren wir hier schon? Aber das bringt ja alles nicht viel, wenn... Have we been here, guys? We have been here. Feuer, wissen wir auch. Wir haben um die Hüfte, ne? Komm ich hier durch? Okay, entlüften. Komm ich hier irgendwie weiter? Vorne ist gar nichts, ey. Hier ist ein Arsch von nix. Was für eine Kacke, was für eine grobe Kacke. Okay. Was hüpft da? Hüpft da irgendwas? Ist das eine Kirche? Ist das eine Glocke? Guten Tag. Freunde, ich, gar nichts machen. Und ich habe mich echt verlaufen, ihr wisst ja, ne? Orientierung, habe ich eben schon gesagt, ist ganz, ganz mies bei mir, ne? PKE-Meter, okay, machen wir mal. Ah. Okay. Kollegen, so haben wir nicht gewettet. Hallo. Mal ihm Freunde, ich glaube, wir müssen hier rein. Eck. Ich sage jetzt mal vielen Dank für die Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Rinne. Ab in die Rinne. Ich bin, das ist nachts auf dem Friedhof. Liebe Leute, das ist gar nichts für mich. Aber wir schaffen das, Leute. Wir rocken das. Ich sage nur vielen Dank und in diesem Sinne ab in die Rinne. Das ist ganz schrecklich. Ciao, ciao, euer Geisterjäger 45 Friedhofschelle.